schön, dass ihr dabei seid. Ich finde es toll, dass ihr so fleißig meine Videos anschaut. Darum werde ich auch weitermachen und nicht mehr mit so großen Abständen. Also da ist jetzt kein großer Abstand mehr zu erwarten. Kurz vor Weihnachten, ich hoffe, ihr seid alle eingedeckt mit Geschenken. Ich hätte aber noch ein paar Tipps, wie ihr schnell ein paar Geschenke schön verpacken könnt. Ich zeige euch drei Geschenkbeispiele. Das erste ist auf einem Tablett. Dafür habe ich so ein Tablett aus dem Keller gekramt. Geht auch mit einem Holzbrett, aber das hier ist ganz nett. Und ich glaube, das war ganz günstig in einer Gärtnerei hier vor Ort zu erwerben. Die möchte ich mit einer Flasche Wein dekorieren. Das ist dann praktisch das Hauptaugenmerk, die Flasche Wein und eine Duftkerze. Der Wein ist auch sehr lecker, den gibt es hier auch vor Ort. Ich weiß gar nicht, ob die einen Online-Shop haben, ansonsten auch über Amazon kann man den auch besorgen. Als erstes lege ich die Flasche Wein hinein, auch in das Tablett. Und um es zu befestigen, ohne Kleber, also ohne Heißleim, gibt es hier so ein Oasis Fix. Das ist so ein Floralknet. Den gibt es auch bei Amazon. Da klebe ich einfach so ein Stück hier rein und befestige dann die Weinflasche, dann rutscht nichts hin und her. Dann habe ich hier einen Weihnachtsstern. Den möchte ich umwickeln, also den Topf umwickeln mit einem Stück Filz. Wickel dann das Ganze mit einem Zierdraht zusammen. Den befestigen wir auch mit einem Kneti. Dann möchte ich das Ganze noch mit einer Lichterkette verschönern. Dazu packe ich das Batteriefach einfach so ein bisschen ein. Das ist zu kurz abgeschnitten, also heute klappt es schon gerade. Das kleben wir dann ein bisschen mit dem Heißkleber fest. Das legen wir so unter die Weinflasche, schalten es schon mal ein. So, dann ist es ein bisschen versteckt. Dann habe ich hier so einen halben Zapfen. Den lege ich neben diese Weinflasche. Klemme es so rein. Dann wollte ich eigentlich noch diese tolle Duftkerze mit einarbeiten. Jetzt habe ich mir da gar keinen Platz gelassen. Schiebe ich den Weihnachtsstern einfach ein bisschen rüber. So. Und das ist auch ein ganz tolle Düfte gibt es davon. Die bestelle ich mir auch immer auf Amazon. Kosten zwischen 10 und 15 Euro von Villa Collection. Aber es sind wirklich tolle Düfte. Das ist jetzt Apfelzimt. Ganz fein. Ist nicht so aufdringlich. Ich mag das nicht, wenn es so künstlich riecht. So. Dann möchte ich gerne noch die Kugel. Auch einfach, dass das nochmal
verschenken. Die kann dann an den Tannenbaum gehangen werden. Mache ich den Draht einfach hier oben in der Weinflasche fest. Leg's ein paar Mal rum. Mach mal zwischen dem Zapfen einfach ein bisschen befestigen. Und die möchte ich gerne so ein bisschen hängen lassen. Falls mir das gelingt. So. Dann auch vielleicht gerade nochmal mit so ein bisschen Knete befestigen. Ganz leicht nur, damit die Kugel nicht beschädigt. Dann möchte ich hier nochmal einen Stern draufkleben. Jetzt habe ich hier noch so einen Zweig. Den fand ich auch noch schön. Den stecke ich jetzt auch einfach noch hier so dazwischen. Das ist jetzt so ein Kunst-Hagebuttenzweig, aber wirklich sehr schön gemacht. Das wäre mein erstes Geschenk. Einmal die Flasche Wein, schön in einem Tablett präsentiert mit einer Duftkerze. Eins. Wer auch noch kein Geschenk hat, sonst ein Buch gäbe es auch noch. Das ist ja von mir geschrieben. Das haben die, die jetzt die Videos angeschaut haben, schon mitgekriegt. Das ist, handelt einfach von Geschichten aus dem Blumenladen. Wahrhaftig. Manchmal echt erschreckend. Wer Lust hat, kann das bei mir auf www.eingangumdieecke.de bestellen. So, dann habe ich hier eine Baumscheibe, eine Luftkerze, zwei Dekosterne, Zapfen und eine kleine Pflanze. Ein kleines Bäumchen. Ich mach mal den Kreis noch ab. Das wird auch wieder umwickelt, der Topf umwickelt mit so einer Filzmanschette. Diesmal in diesem Beige. Einfach um diese Charmazepharis-Pflanze herum. Kurz einmal festkleben, dann tut man sich leichter, dann hält es besser und dann habe ich so eine Paketschnur, einfach so ein bisschen Bild drumherum. Befestige ich dann auch wieder mit diesem Oasis Fix. Und ich möchte es gerne von hinten nach vorne aufbauen. So, einmal das Bäumchen. Dann auch wieder dieses von Villa Collection. Das ist Indonesia Teak. Auch ganz fein, super, ein bisschen herber. Das kleben wir auch mit dem Oasis Fix fest. Dann habe ich hier so eine nette Glasdose. Da wollte ich jetzt noch Kekse reinfüllen, aber leider habe ich keine mehr. Sind alle schon aufgegessen. Ich habe auch nicht so viel gemacht dieses Jahr. Das sollte ich vielleicht noch mal kurz vor Weihnachten. So ein bisschen Gebäck.
machen wir jetzt einfach den Zapfen. Oder haben wir noch Kekse? In der Dose? Unten? Dann das Moos, das klebe ich jetzt einfach ein bisschen mit Kleber fest. Dann die zwei Sterne. Machen wir die jetzt einfach in das Glas, dann sieht es auch netter aus. Es gibt noch, das ist der Rest. So selbstgebackene Kekse. Auch ein schönes Geschenk. Nimmst du ab. Deckel zu. Das wäre jetzt so eine ganz natürliche Variante für ein Geschenk. Einfach die selbstgemachten Kekse präsentieren und die schöne Kerze. Kommen wir zu Nummer 3. Da habe ich eine Idee für ein Glas, für eine Glasfüllung. Ist gar nicht mal so sauber. Und so eine Amaryllis. Da möchte ich auch gerne einen Likör mit verschenken. Und sowas, das habe ich jetzt wirklich vor Ort besorgt. Dann ein paar Zimtstangen. So, das ist meine Grundausstattung. Einmal die Amaryllis, der Likör. Den würde ich auch gerne einfach ein bisschen festmachen mit dem Oasis Fix, damit da auch wirklich nichts hin und her rutscht. So, dann diese Rinde einfach so ein bisschen hineinlegen. Ein bisschen Engelshaar. Wie immer abschneiden, nicht dran ziehen, das macht mal alles kaputt. Auch da würde ich gerne noch mal eine Lichterkette einfügen. Dieses Batteriefach decke ich jetzt einfach mit dem Engelshaar ein bisschen ab. Der Geschenkte dann ja auch mit einem Weihnachtsbaum hängen kann. Dann möchte ich einfach noch ein paar Zimtstangen mit rein. Das ist aus dem Likör. Irgendwie mit Zimt, glaube ich. So, fertig. Das sind, glaube ich, ein paar Handgriffe
und ist doch ganz arg nett verpackt. Da haben wir noch einen Glitzerstern und könnten wir noch ans Glas kleben. Das macht dem Glas gar nichts. Jetzt geht es schon bald auf Silvester zu. Da kommen dann auch noch mal 2 Videos und dann ist schon nächstes Jahr. Also erst einmal euch allen ein ganz tolles Weihnachtsfest und ich hoffe, meine Ideen haben euch inspiriert und ihr könnt, habt die Möglichkeit, das nachzumachen. Also bis demnächst. Tschüss!